4 Wochen vor der Europawahl hat Spanien über ein neues Parlament abgestimmt. Der Wahlsieger heißt Pedro Sánchez. Seine sozialistische Arbeiterpartei ist mit 29% der Stimmen die stärkste politische Kraft. Zum ersten Mal seit 11 Jahren. Diese Wahl hat Europas Sozialdemokraten eines gezeigt. Und zwar, es ist möglich für sozialdemokratische Parteien in Europa eine Wahl zu gewinnen. Und zwar dann, wenn sie schaffen, ihre Anhänger zu mobilisieren, wenn sie schaffen, den Anhängern einen Grund zu geben, zu wählen. Die Wahlbeteiligung war mit rund 75% so hoch wie seit 15 Jahren nicht mehr. Die Anhänger der Sozialisten gingen wohl auch deshalb so zahlreich wählen, weil die neue rechtsextreme Partei Vox erstmals angetreten war. Vox kam am Ende auf etwas mehr als 10% der Stimmen. Einige hatten gedacht, wir könnten 15, 16, 18% bekommen und möglicherweise dann wirklich sogar ein Koalitionspartner in der neuen Regierung werden. Das ist ausgeblieben und das liegt eben auch massiv daran, dass Pedro Sánchez seine Anhänger, die Sozialdemokraten, mobilisiert hat. Eine Regierung gegen Sánchez zu bilden ist nicht möglich. Aber auch Sánchez und sein möglicher Koalitionspartner Podemos haben keine Mehrheit im Parlament. Und um diese Mehrheit zu kriegen, müssten sie mit Basken oder mit katalanischen Separatisten zusammengehen. Aber es ist auch möglich, dass Sánchez gewählt wird, ohne eine absolute Mehrheit der Stimmen zu haben. Im zweiten Wahlgang würde es ihm reichen, wenn sich der eine oder andere enthält. Dafür genügt eine relative Mehrheit. Und die wäre auch gar nicht so was Besonderes in Spanien. Denn das haben seine beiden Vorgänger, Rajoy und Zapatero, auch so gemacht. Die haben sich auch mit so einer einfachen Mehrheit im zweiten Wahlgang wählen lassen. Also ich bin mir ziemlich sicher, der alte und neue Premierminister Spaniens heißt Pedro Sánchez. Durch den Wahlsieg der Sozialisten könnte es zu einer Entspannung im Konflikt zwischen Madrid und der Region Katalonien kommen. Die politische Rechte wollte keinen Dialog mit den katalanischen Separatisten. Sie wollte ihnen sogar die Autonomie entziehen. Ganz anders Pedro Sánchez. Pedro Sánchez hat gesagt, er will reden mit den Katalanen, er will mit ihnen verhandeln. Nicht über eine Unabhängigkeit oder sowas, aber über mehr Autonomie, über mehr Selbstbestimmung für diese Region. Und nun kommt es darauf an, ob auch die katalanischen Separatisten wirklich ernsthaft verhandeln wollen mit Madrid oder ob sie sich einbunkern, auf ihrer Unabhängigkeit beharren und das Gespräch verweigern. Das Wahlergebnis ist knapper, als es auf den ersten Blick erscheint. Sozialisten und Konservative lagen nur rund 100.000 Stimmen auseinander. Die Sozialisten bekommen nur deshalb deutlich mehr Parlamentssitze, weil das spanische Wahlrecht die stärkere Partei bevorzugt. Die Sozialisten liegen nach langer Zeit wieder an Platz 1. Die Spaltung der Gesellschaft aber bleibt. Es war ein sehr, sehr polarisierter Wahlkampf. Die Parteien haben aufeinander eingedroschen mit Worten, wie sie Spanien bei gemäßigten Parteien zumindest noch nicht erlebt hat. Während die Anhänger der Sozialisten heute bis hier vor dem Hauptquartier, bis in die Nacht gefeiert haben, die haben gerockt, die haben getanzt, die haben gesungen, war es bei der konservativen Volkspartei, die ein desaströses Ergebnis erlebt hat, war es totenstill, es war nichts los in der Straße, die Menschen sind nach Hause gegangen und waren bitter enttäuscht. So uneinig sich die Spanier bei der Bewertung dieses Wahlergebnisses sind, so einig sind sie, dass jetzt in Spanien einige Dinge geschehen müssen. Es muss sich einiges bessern in Spanien. Es gibt sehr, sehr viele prekäre Arbeitsverhältnisse. Das Gesundheitssystem ist marode. Es gibt große Probleme bei der Bildung. Sehr viele Menschen, die eine miserable Qualifikation haben, hohe Schulabbrecherquote. Und da muss die neue Regierung etwas tun. Da muss Pedro Sánchez etwas tun.